Umkleidekabine. Ein Harry Potter One-Shot von Kaiti. Gelesen vom Mondniffler. Spiel dich nicht so auf, Blaze. Wenn ich wollte, könnte ich auch jeden haben. Jeden? Genau, jeden. Also spiel hier nicht den Oberaufreißer, denn der bin ich. Blaze Zabini betrachtete seinen besten Kumpel und eine Idee formte sich in seinem Kopf. Eine, die ziemlich lustig werden könnte. Na dann beweis es doch. Malfoy runzelte fragend die Stirn. Wie meinst du das? Ganz einfach. Ich suche jemanden aus und wenn du ihn verführt kriegst, hast du gewonnen. Und wenn nicht, hab ich gewonnen. Was gewonnen? Keine Ahnung. Er darf sich dann, was immer er möchte, von dem anderen wünschen. Der Blonde überlegte einen Moment, sah aber nichts, was dagegen sprach, und nickte langsam. Der Dunkelhaarige streckte die Hand aus und sie besiegelten ihren Deal. Okay, und wer soll jetzt die Glückliche sein, die ich verführen darf? Und jetzt komm mir bitte nicht mit Millicent Bulstrode oder sowas. Blaze grinselte diabolisch, ehe er antwortete. Aber nein, ich dachte da mehr an... Er machte eine Kunstpause, in der sein Kumpel ihn gelangweilt musterte. Harry Potter. Die Langeweile fiel mit einem Schlag von ihm ab und er starrte Blaze nur mit offenem Mund an. Blaze, du Idiot, ich stehe auf Frauen! Doch der zuckte nur die Schultern. Jeden hast du gesagt. Achte beim nächsten Mal einfach besser auf deine Wortwahl. Dem Malfoy-Spross sank das Herz in die Kniekehlen. Scheiße, warum hatte er Idiot nicht auf seine Wortwahl geachtet? Und Wettschulden waren bei den Malfoys Ehrenschulden. Das hieß, er könnte sich jetzt verloren geben. Oder aber er konnte versuchen, Harry Potter zu verführen. Du bist doch widerlich, als ob ich einen Mann anfassen würde, zischte er und schüttelte sich angewidert. Das wirst du müssen, wenn du gewinnen willst, erwiderte Blaze gut gelaunt. Er war zufrieden mit sich und seiner Leistung. Für wie umwerfend und heiß sich Draco auch fand, einen Harry Potter würde er nie und nimmer verführen können. Mal abgesehen davon, dass die beiden bittere Feinde waren und Potter eindeutig auf Frauen stand. Dies zeigte seine kürzlich gescheiterte Beziehung mit der kleinen Weasley. Und Potter würde sich vermutlich nie die Blöße geben und sich von irgendjemandem, mit dem er nicht zusammen war, verführen lassen. Doch nicht Sankt Potter, der nach einer heilen Welt strebte, in der jeder ein Haus mit großem Garten und einem Hund hatte. Zumindest stellte Blaze sich ungefähr so die Gedankenwelt des Retters vor. Und selbst wenn nicht, er lachte innerlich. Den würde Malfoy nicht knacken. Never. Der blonde Slytherin fuhr sich zum wiederholten Male durch die Haare und schüttelte gequält auf. Blaze, ich hasse dich, stieß er wütend aus. Der lachte nur amüsiert. Das macht unsere Freundschaft doch aus, Schätzchen. Wie verführte man einen Harry Potter? Diese Frage stellte sich Malfoy am darauffolgenden Tag sicherlich an die 100 Mal. Zu einer Antwort kam er nicht. Er ertappte sich sogar dabei, wie er dem Goldjungen unbewusst folgte, um zu sehen, wie er außerhalb des Unterrichts seinen Tag verbrachte. Er war auffällig oft in der Bibliothek, was aber vermutlich daran lag, dass die Schlammblüterin ihn und das Wiesel da regelmäßig zum Lernen hinzerrte. Naja, immerhin waren sie im letzten Jahr und es ging auf die Abschlussprüfungen zu. Das wusste auch Malfoy, aber jetzt im Moment hatte er kurzzeitig andere Sorgen. Er hasste es zu verlieren, vor allem Wetten und noch schlimmer, Wetten gegen Blaze. Bisher hatte er es noch immer geschafft, einen Weg zum Sieg zu finden. Doch jetzt, wie er mit einem seufzenden Seitenblick auf den Jungen, der lebte, feststellen musste, sah es alles andere als rosig für ihn aus. Was ihm im Laufe der nächsten Tage ziemlich deutlich auffiel, waren die vielen Mädchen, die es sich nicht nehmen ließen, den Kopf in Potters Richtung zu drehen, wann immer er in ihrer Nähe auftauchte. Doch er schien sich dieser vielen weiblichen Aufmerksamkeit gar nicht bewusst zu sein. Quasi blind spazierte er mit Granger und Weasley die Gänge entlang, und Malfoy fragte sich, ob der Junge wirklich nichts bemerkte oder ob er einfach nicht wollte. Vielleicht stand er auch auf Männer, dachte er sogar für einen verrückten Moment. Doch dann fiel ihm wieder ein, dass er noch gar nicht so lange von der kleinen Weasley getrennt war.
Knapp eine Woche nach Wettabschluss belauschte er Potter und Weasley rein zufällig auf dem Jungenklo. Er war gerade fertig und wollte die Kabine verlassen, als er ihre Stimmen hereinkommen hörte. Hastig sprang er auf den Toilettensitz und spitzte die Ohren. Eigentlich eine Position, die wirklich absolut unter einer Würde eines Malfoys war. Aber um eine Wette zu gewinnen, musste er sich eben auch mal im Dreck suhlen. »Ernsthaft, warum gehst du nicht mit ihr aus? Die war doch echt süß«, sagte der rothaarige Gryffindor. Malfoy hörte, wie dessen Kumpel genervt seufzte. Vielleicht verdreht er sogar die Augen. »Ron, ich will momentan keine Beziehung. Ich habe genug mit den Prüfungen zu tun und hinterher immer noch Zeit, mich mit Mädchen zu befassen. Aber jetzt eben noch nicht. Warum reitest du eigentlich so auf dem Thema herum?« Der Retter der Menschheit war genervt. Das hörte Malfoy deutlich an seiner Stimme. Ha, er wollte sich also nicht mit Mädchen befassen. Galt das auch für Jungen? »Ich so glücklich mit Hermine bin und ich es mir für dich auch wünsche«, entgegnete der Weasley und es klang deutlich entschuldigend. Erneut seufzte Potter. »Das ist auch nett und alles, aber ehrlich nicht nötig. Ich suche mir schon wen, wenn ich soweit bin.« »Aber du kriegst es schon mit, dass verdammt viele Mädchen dich angaffen, als wärst du Adonis persönlich, oder?« hakte der schlaksige Torwart weiter nach. »Zumindest seit diesem Jahr. Du bist aber auch gewachsen letzten Sommer. Und ich weiß, sowas sagt man nicht, aber der Krieg hat deinem Körper ganz gut getan.« Malfoy hörte ihn lachen und fragte sich, wie Potter mit so einem Holzkopf befreundet sein konnte. »Wer sagte denn sowas?« »Ja, nein, ach, keine Ahnung«, stieß Potter nun etwas ungehaltener aus. »Es ist mir einfach egal. Bitte lass das Thema jetzt, Ron.« Damit war das Gespräch offensichtlich beendet. Malfoy hörte noch, wie die beiden sich die Hände wuschen und dann die Toiletten verließen. Erleichtert trat er aus seiner Kabine. Angenehm war es nicht gewesen, dort so lange zu verweilen, aber jetzt wusste er mehr als vorher. Potter wollte also auf Teufel komm raus keine Freundin. Gut, er wollte auch keine sein. Und selbst ein Goldjunge wie er musste Bedürfnisse haben. Und Malfoy wollte sie ihm, um seine Wette zu gewinnen, befriedigen. Ekel kroch ihm über den Rücken und er schüttelte sich. Scheiße. Er musste diesen Ekel abwerfen, wenn er sich dazu überwinden wollte, wirklich mit Potter zu schlafen. Denn das musste er tun müssen. Er erwischte sich dabei zu denken, ob es denn wirklich so schlimm wäre, zu verlieren. Ja, schimpfte er mit sich selbst. Er war ein Malfoy und die verloren nie eine Wette, auch diese nicht. Es vergingen über 2 Wochen, ohne dass er auch nur einen Ansatz hatte, wie er Potter verführen konnte. Er wusste ja nicht einmal, wie er ihn mit sich alleine in einem Raum bringen konnte, ohne dass es auffällig erschien. Eine Gelegenheit ergab sich am nächsten Donnerstag, als er zufällig auf dem Weg durch die Gänge aus dem Fenster blickte und jemanden beim Quidditch-Feld fliegen sah. Bei näherem Hinsehen erkannte er Potter, der offensichtlich alleine noch etwas trainierte, denn das Gryffindor-Training war seit gut einer halben Stunde vorbei. Es war eine spontane Entscheidung, denn Malfoy änderte seine Richtung und trat schließlich durch das große Tor ins Freie. Er beobachtete, wie Potter landete und in den Umkleiden verschwand. Perfekt. Da würde er jetzt wohl alleine drin sein. Ja, super, du Genie. Und was willst du tun? Reinrennen und über ihn herfallen? Ja, keine Ahnung. Vielleicht erstmal in die Richtung wandern. Gedacht, getan. Leider kam er viel zu schnell vor der Tür, hinter der Potter hörbar verschwunden war, an. Er zögerte noch einen Moment, ehe er tatsächlich die Hand auf die Klinke legte und diese herunterdrückte. Die Tür glitt auf und gab den Blick frei auf einen Harry Potter, der gerade dabei war, sich auszuziehen. Seine verschwitzten Sportklamotten lagen alle auf einen Haufen zu seinen Füßen und er trug nur noch die Hose, die bereits geöffnet war, und war gerade im Begriff, sich das verschwitzte T-Shirt über den Kopf zu ziehen. Beziehungsweise er tat es gerade, als Malfoy die Tür aufstieß. Er stieß ein überraschtes Keuchen aus, ehe seine Augen sich wütend verengten. »Was willst du hier, Malfoy?« fauchte angriffslustig und ließ sein Shirt auf den Boden fallen. »Tja, das war eine verdammt gute Frage.« »So, Malfoy, was gedenkst du jetzt zu tun?« Er war ja fast nackt. Eigentlich eine gute Herausforderung für eine Verführung.
wenn da nicht der Hass gewesen wäre, mit dem der Gryffindor ihn betrachtete. Der Blonde setzte sein typisches Malfoy-Grinsen auf und trat wortlos, aber feixend in die Umkleide. Die Tür fiel hinter ihm zu. Langsam ließ er den Blick über den halbnackten Körper des Suchers wandern, und es erstaunte ihn, dass Potter so gut aussah. Sehr gut sogar. Das Wiesel hatte recht gehabt. Der Goldjunge hatte sich über den Sommer tatsächlich verändert. Er war größer geworden und definitiv muskulöser. Vielleicht würde es Malfoy einfacher fallen, mit ihm zu schlafen, jetzt wo er wusste, dass er kein hässlicher Gnom war. Ja, vielleicht. »Verschwinde von hier, Frettchen!« zischte Potter, als es Slytherin sich nicht dazu herabließ, auf dessen ersten Worte zu reagieren. »Na, na, wer wird denn gleich so unhöflich sein?« säuselte der Blonde und musterte das vor Wut verzerrte Gesicht des anderen. »Ich wollte nur mal Hallo sagen.« »Ja, klar, wer es glaubt,« giftete der Gryffindor zurück. Malfoy kam mit jedem Schritt näher an den Goldjungen heran, bis er direkt vor ihm zum Stehen kam. Einfach, um zu testen, was passierte, hob er die Hand und legte sie auf die Brust des Dunkelhaarigen. Der brauchte bestimmt 3 Sekunden, um überhaupt zu verstehen, was gerade passierte. Dann stieß er den Blonden mit aller Kraft von sich. »Spinnst du?« Malfoy, der ein paar Schritte nach hinten gestolpert war und sich rasch gefangen hatte, fuhr sich durch die Haare, die sich aus seiner Frisur gelöst hatten. »Offensichtlich«, entgegnete er mehr zu sich selbst als zum anderen. Dann blickte er hoch in Potters Augen, die jetzt vor Wut blitzten. »Hör zu, Potter, ich mach das hier nicht zum Spaß. Ich hab keine andere Wahl, nur damit du es verstehst.« Der Gryffindor verstand gar nichts. Auch da nicht, als Malfoy wieder vor ihn trat, eine Hand in seine verschwitzten Haare schob und ihn mitten auf den Mund küsste. Der Slytherin spürte, wie der Dunkelhaarige sich wehrte. Er spürte 2 Hände, die sich fest gegen seine Brust drückten, spürte, wie sich die Lippen, gegen die sich seine eigenen pressten, anspannten und wie der ganze Körper, der so dicht vor seinem stand, leicht zitterte. »Malfoy«, presste Potter hervor. Mehr Worte schafften es nicht nach draußen, denn Draco drückte weiterhin hartnäckig seine Lippen auf die des Suchers. Keine Ahnung, was er sich davon versprach. Es war ein Test, nichts weiter. Er hatte nicht damit gerechnet, dass Potter ihn in irgendeiner Weise erwidern würde. Himmel, er hatte ja nicht einmal damit gerechnet, dass er es gut finden könnte. Es war eine Pflicht, und die galt es zu erfüllen. Doch wider seine Erwartungen begann er schon nach wenigen Sekunden, das Gefühl der weichen Lippen auf seinen zu genießen. Potters Lippen waren zwar rau vom Wind, aber gleichzeitig unfassbar weich. Das war schließlich der Gedanke, der ihn dazu brachte, seinen Kopf zurückzureißen und den Goldjungen loszulassen. Der starrte ihn entsetzt an und bedeckte sich dabei den Mund mit den rechten Handrücken. »Was bei Merlin?« hauchte er geschockt. Malfoy zwang sich, unbeteiligt zu wirken. Er zuckte gewollt gleichgültig die Schultern und erwiderte: »Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht zum Spaß. Und jetzt geh duschen, du stinkst nach Schweiß.« Dann ging er. Sobald er aus der Umkleide war, stolperte er fast den Weg entlang zum Schloss. Obwohl man es ihm nicht ansah, zitterte er innerlich wie Espenlaub. Sein ganzer Körper fühlte sich taub an, und er hatte Sorge, dass er ihm plötzlich nicht mehr gehorchen würde. So schnell es ging, eilte er zurück zu den Kerkern und dort in sein Zimmer. Gott sei Dank war Blaze, mit dem er eben dieses Zimmer teilte, gerade nicht da. Erleichtert ließ er sich aufs Bett fallen, presste sich dann die Hände gegen die Stirn. Verdammt, was hatte er sich nur dabei gedacht? Diese dämliche Wette, dieser besteuerte Blaze, er war doch an allem schuld. Gedanken verloren, strich er sich schließlich über die Lippen und fragte sich, ob die Berührung eine gute oder eine schlechte gewesen war. Ja, es hatte sich zwischenzeitlich ziemlich gut angefühlt. Aber das lag wohl kaum an Potter. Ja, daran, dass seine Lippen so weich waren. Und ja, er sah nicht schlecht aus. Na und? Taten viele andere Männer auch. Malfoy würde jetzt nicht plötzlich anfangen, sich für Männer zu interessieren, bloß weil Blaze, der Spinner, ihn dazu zwang, einen von ihnen zu verführen. Er brauchte einfach mal wieder Sex. Das war alles. Und den holte er sich noch am selben Abend. Selina Miller war eine Ravenclaw aus dem 6. Jahrgang, die ab und an traf, wenn ihm danach war. Sie war verdammt heiß und wusste wirklich, mit ihrem Körper umzugehen.
Sie trafen sich wie jedes Mal im alten Verwandlungsklassenzimmer, das nicht mehr genutzt wurde, seitdem es das neue Größere gab. Selina war unkompliziert. Sie stellte nie Ansprüche, wollte nie mehr und war nie weinerlich. Sie war einfach da und ließ sich von ihm nehmen und genoss es laut stöhnend. Genau das, was er heute brauchte. Ironischerweise galt sein erster Gedanke, als er sie kurz zur Begrüßung auf den Mund küsste, Potter und das, dessen Lippen sich irgendwie anders anfühlten. Hastig schüttelte er den Gedanken beiseite und begann mit seiner Routine. Er küsste sie und streichelte sie und ließ sich ebenfalls küssen und streicheln. Doch während seine Finger ihre weiche Haut unter sich spürten, ertappte er sich dabei, wie er zurückdachte an Potters Haut und wie fest und feucht sie sich unter seinen Fingern angefühlt hatten. Wie er den Schweißfilm auf ihr gespürt hatte und wie ihn das kein Stück gestört hatte. Verdammt, Malfoy, reiß dich zusammen! Und das versuchte er. Die ganzen 30 Minuten, die beiden zugange waren, tat er nichts anderes, als sich zu zwingen, nicht an Potter und seinen durchtrainierten Körper zu denken. Das war doch bescheuert. Bei Wettbeginn hatte er sich nichts Schlimmeres vorstellen können, als Harry Potter anzufassen. Und jetzt dachte er sogar beim Sex an ihn. Ob Blaise das beabsichtigt hatte? Ob er eben mit dieser dämlichen Wette einfach nur megamäßig ärgern wollte? Aber wie hätte er das beabsichtigen können? Er wusste doch, dass der Blonde nur auf Frauen stand und nie auch nur einen Gedanken an Männer verschwendet hatte. Natürlich hat er schon Gedanken an Potter verschwendet, aber doch keine erotischen. Naja, dachte er sich, als er auf dem Weg zurück zum Kerker war. Wenn er Potter nicht mehr ganz so abstoßend fand, dann war es wenigstens nicht ganz so schwer, die Wette zu gewinnen. Und es musste ja keiner wissen, dass er nicht die ganze Zeit Ekel empfunden hatte. Vor allem nicht Blaise. Die ganzen nächsten Tage wurde er von Potter misstrauisch beäugt. Was auch natürlich war. Schließlich war es keine Normalität, dass Draco Malfoy Harry Potter küsste. Der Goldjunge hatte seinen Freunden offensichtlich nichts davon erzählt. Denn die warfen nicht mal so viel wie einen extra Blick in seine Richtung. Umso besser. Das vereinfachte seinen Plan. Ach ja, der Plan. Wenn man denn von so etwas wie einem Plan sprach. Er hatte ihn letzte Nacht ausgearbeitet. Er würde Potter wieder nach dem Extra-Training, von dem er hoffte, dass es stattfand, erneut in der Umkleide aufsuchen. Dieses Mal jedoch erst, wenn er bereits unter der Dusche stand. Dann würde er sich entkleiden und zu ihm unter die Dusche steigen. Das hatte bei seiner Urlaubsbekanntschaft Melanie letzten Sommer ganz hervorragend geklappt. Immerhin sah er fabelhaft aus. Und wer konnte zu jemandem wie ihm schon Nein sagen? Und was ein kleiner Pluspunkt war, der Gryffindor würde seinen Zauberstab in der Dusche nicht dabei haben und konnte ihn somit nicht nach Nirvana hexen. Besagter Donnerstag kam schneller als erwartet. Blaise, der durch gezielte Fragen und viele Nerven herausgefunden hatte, dass Malfoy gedacht ist, heute zu machen, konnte den ganzen Tag nichts anderes tun, als zu grinsen. »Du musst mir unbedingt sagen, wie es war. Ich will alles wissen.« Angewidert verzog der Blonde das Gesicht. »Warum denn das?« Blaise rümpfte die Nase. »Na hör mal, nicht jeder bekommt die Gelegenheit, mit dem Retter der Menschheit zu schlafen.« Und ich finde es höchst spannend, wie es so ist. Er giggelte wie ein kleines Mädchen und freute sich diebisch, dass sein Plan aufgegangen war und sein Kumpel allen Ernstes versuchte, Harry Potter zu verführen. Außerdem würde ich natürlich wissen, wie sehr du gelitten hast. Nun brach er vollends in Gelächter aus, was Malfoy dazu quittierte, dass er das Zimmer verließ und die Tür laut krachend ins Schloss schmiss. Die Wahrheit war, dass Blaise hoffte, sein Kumpel würde heute die Abfuhr seines Lebens kriegen und nachher mit gebrochener Nase oder einem blauen Auge auf der Krankenstation landen. Dass dem nicht so sein würde, konnte er natürlich nicht ahnen. Potter trainierte tatsächlich auch an diesem Donnerstag wieder alleine noch ein bisschen. Eine gute halbe Stunde. Dann schien er es aufzugeben, landete und ging zu den Umkleiden. Malfoy hatte ihn die ganze Zeit beobachtet. Er muss ja den richtigen Moment abpassen. Puh, ganz ruhig, Malfoy. Du kannst das. Es ist nur 6. Du hast es ja schon oft gemacht. Ich aber noch nie mit dem Kerl. Aber wie anders kann es denn schon sein? Und Potter ist wirklich nicht unansehnlich. Es hätte mich ja schlimmer treffen können.
Als er der Meinung war, der Goldjunge hatte genug Zeit gehabt, sich zu entkleiden und unter die Dusche zu steigen, eilte er zu den Umkleiden und öffnete vorsichtig die Tür zu der ersten. Potters Sachen lagen auf dem Boden und die Tasche stand auf der Bank. Vom Sucher selbst war nichts zu sehen, doch er hörte die Dusche im Nebenraum rauschen. Er schluckte seine Nervosität nach unten. Ja, er war nervös und ja, er würde es nie und nimmer zugeben. Und auch er begann sich zu entkleiden. Du kannst das, Draco. Denk an die Wette. Denk dran, dass du Blaze nicht die Genugtuung geben willst, Recht zu haben und zu gewinnen. Du hast diese Suppe selbst eingebrockt, also löffel sie gefälligst auch wieder aus. Wie Gott ihn schuf, trat er schließlich vor die Tür, hinter der Potter duschte, und legte eine etwas zittrige Hand auf die Klinke. Denk an die weichen Lippen. Denk dran, dass es nicht Neville Longbottom oder so ist. Der Gryffindor bemerkte ihn nicht, denn er stand mit dem Rücken zur Tür und sagte sich gerade ein. Malfoy war schon fast bei ihm, als der Junge, der lebte, sich doch umdrehte, ihn entdeckte, erschrocken die Seife fallen ließ und ausrutschte. Er hätte sich vermutlich den Schädel eingeschlagen, wenn Malfoy nicht geistesgegenwärtig gewesen wäre, ihn an beiden Handgelenken festzuhalten und so vom Stürzen abzubehalten. »Ich weiß zwar, dass ich umwerfend bin, aber trotzdem danke«, scherzte er und grinste breit. »Jetzt bloß nicht zeigen, dass sein Herz raste wie ein beschissener Ferrari«, dachte er sich. Geschockt riss Potter sich los und wich zurück bis an die gefliesste Wand. »Was machst du hier? Spinnst du jetzt total? Und warum bist du nackt?« »Ganz ruhig, Potter«, säuselte der Blonde und machte einen Schritt auf ihn zu. Denk nicht, ich würde das jetzt hier genießen oder so. Ich habe eine Wette zu gewinnen und so leid es mir tut, du bist ein Teil davon. Er streckte beide Hände aus und umfasste die schmalen Hüften des Kleineren. Er spürte sofort, wie sich der andere anspannte. Doch aus irgendeinem Grund stieß er den Blonden nicht weg und rannte auch nicht so schnell in seine Beine trugen aus der Dusche. »Eine Wette?«, echote er ungläubig. Der Slytherin nickte und entschied eher spontan einfach mal zu gucken, was passierte, wenn er versuchte, seine Moves am Goldjungen auszuprobieren. Er beugte sich durch die immer noch laufende Dusche bis zum Hals des anderen und begann sanft daran zu knabbern. Selina liebte das. Wie stand es mit Potter? Seine Hände schickte er auf Wanderschaft. Die erkundeten, so viel sie erreichen konnten, bevor der Gryffindor ihn dann doch wegschob. Allerdings nur auf Armslänge. Als er den Schwarzhaarigen ins Gesicht sah, bemerkte er, dass dessen Wangen glühten und dessen Atmung stoßweise ging. Was war das denn? Er hatte doch kaum etwas gemacht und außerdem hatte er seine Abneigung Malfoy gegenüber mehr als deutlich gemacht. Trotzdem reagierte er jetzt so ungewöhnlich heftig. Als er sah, wie der Sucher kurz beschämt in den Süden linste, folgte er dem Blick und stellte mehr als erstaunt fest, dass das Glied des anderen etwas leicht irrigiert war. Potter bemerkte den Blick und stieß den Blonden nun doch mit voller Kraft von sich, was dazu führte, dass er ausrutschte und hinfiel. Es war ein Wunder, dass er sich nicht den Kopf stieß. So elegant wie möglich richtete er sich wieder auf. Der Gryffindor war ihm gegenüber also nicht abgeneigt. Warum das so war, dieser Frage würde er sich später widmen. Jetzt galt es erstmal, eine Wette zu gewinnen. Zwei großen Schritten war er wieder bei Potter angelangt und hielt ihn zwischen sich und der Wand gefangen. Er gab ein Knurren von sich, was der Sucher mit großen erschrockenen Augen quittierte und presste seine Lippen hart auf die des Dunkelhaarigen. Er erwartete fast, dass der andere ihn wieder von sich stoßen würde, dass er sich wehren würde. Doch es war, als wäre die Kraft dafür vom Potter abgefallen. Stattdessen stand er reglos da und ließ sich küssen und ließ sich über den Oberkörper und die Hüfte streicheln, ließ sich den Po kneten, der, wie Malfoy sich allerdings eher nur ungern eingestand, erstaunlich fest und knackig war. Und plötzlich, ja, ganz plötzlich, teilten sich diese sündig weichen Lippen und eine warme Zunge schob sich in seinen Mund. Ihm war, als würde er für einen Moment ohnmächtig werden. Himmel, was passierte gerade mit ihm? Es war doch bloß ein Zungenkuss. Ja, ein Zungenkuss mit Potter. Potters Arme hoben sich und seine Hände begannen, den Körper des Blonden zu erkunden. Malfoy spürte jeden Finger, der über seine Haut strich, jeden Nagel, der ihn sanft kratzte.
Einen Moment noch wusste er nicht, ob er wirklich weitermachen wollte oder auch sollte. Doch dann entschied er sich, sich einfach darauf einzulassen. Er öffnete den Mund etwas weiter und begann einen Kampf mit der Zunge des Goldjungen. Seine Hände hatten ihren Weg bereits in die Mitte des sehnigen Körpers gefunden. Er hatte bisher noch nie einen anderen Mann angefasst, aber hier und jetzt in dieser Dusche war er froh, dass es Harry Potter war, den er da berührte und niemand sonst. Er fühlte, wie das Glied in seiner Hand wuchs und immer härter wurde. Ein Gefühl von Macht durchströmte ihn. Er war das. Es war sein Tun, was Potter antörnte. Der Gryffindor stöhnte leise und schob nun auch seine rechte Hand bis zum Malfoys Schwanz, um ihn zu umfassen. Fast sofort begann er zu pumpen und keuchte dabei gegen Malfoys Lippen. »Was ist es?« hauchte er schwer atmend. »Was musst du tun, um die Wette zu gewinnen?« »Dich ficken.« Er wusste nicht, warum er das gesagt hatte. Die Worte waren raus, noch ehe er darüber nachdenken konnte. Denn von »ficken« waren die Rede gewesen. Es ging um das Verführen. Und das, was sie hier taten, traf das mehr als nur deutlich. Trotzdem hatte er es ausgesprochen und jetzt ließ es sich nicht mehr zurücknehmen. Doch als Potter antwortete, glaubte er für einen Moment, sich verhört zu haben. »Okay.« Er stockte und starrte den Sucher überrumpelt an. Er hatte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Der zeigte nicht eine Gefühlsregung im Gesicht, streckte sich und küsste Malfoy einfach, seine Hand weiterhin in dessen Mitte beschäftigt. Der Blonde schluckte schwer. Dann riss er sich zusammen und gab sich den Ganzen voll hin. Er hatte nicht wirklich eine Ahnung, was er da machte, doch er gab sein Bestes. Irgendwann landeten sie aufeinander auf den kalten Fliesen. Der Duschstrahl traf es nur noch ihre Beine. Potter, ohne sich liegen zu haben, war schon eine Hausnummer. Malfoy spürte dessen Erregung, die gegen seine eigene stieß. Er zögerte ein wenig, ehe er den Dunkelhaarigen in einen weiteren Kuss vertiefte und seine Hand zwischen dessen gespreizte Beine schob. Er küsste gut, dieser Harry Potter, voller Hingabe und Leidenschaft. Immer wieder entwichen ihm kurze abgehackte Stöhngeräusche. Etwas, das Malfoy mehr anmachte, als er sich je eingestehen würde. Seine Finger fanden, wonach sie gesucht hatten, und er versuchte so sachte wie möglich, einen in den Sucher zu versenken. Als das erfolgreich klappte und der Gryffindor nicht so wirkte, als wäre ihm das unangenehm, ließ er einen zweiten folgen. Dann einen dritten. Der Junge unter ihm wand sich und stöhnte, als würde es ihm wirklich gefallen, als würde es ihm Lust bereiten. Das wiederum bereitete den Blonden Lust. Er keuchte und zog seine Hand zurück. Am liebsten hätte er um Erlaubnis gefragt für das, was jetzt logischerweise folgte. Doch das wäre nun wirklich nicht Malfoy gewesen. Stattdessen drückte er seine Lippen wieder auf Potters Mund, umschlang ihn mit beiden Armen und presste ihn fest an sich. Der Gryffindor schlang seine Beine um die Hüfte des Slytherins und er spürte seine Erregung nun direkt am Eingang des Dunkelhaarigen. Vorsichtig und langsam versenkte er sich in ihm. Dabei überließ er das Küssen, weil er seinen offenen Mund brauchte, um sich mit Sauerstoff zu versorgen. Himmel war der eng. Aber wow. Malfoy, stöhnte Potter unter ihm und übte mit seinen Füßen Druck auf seinen Rücken aus, sodass er sich unbeabsichtigt bis zum Anschlag versenkte. Beweg dich. Scheiße. Potter wollte gefickt werden. Von ihm. Als ihn diese Erkenntnis traf, konnte er sich nicht mehr zurückhalten. Er stieß zu, wild und fest, und gab ein knurrendes Geräusch von sich, ehe er den anderen in einen weiteren heißen Zungenkuss vertiefte. Er spürte den harten Schwanz des Suchers an seinem Bauch und kurzerhand, ohne auch nur einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden, stemmte er sich hoch, nur noch mit einer Hand vom Boden ab und glitt mit der anderen zwischen ihre Körper, um ihm diesen Schwanz zu umfassen. Potter war verdammt hart. Seine Erregung pulsierte richtig in Malfoys Hand. Deswegen bedurfte es auch nicht viel, um ihn zum Orgasmus zu reiben. Er stöhnte, warf den Kopf und den Nacken und bog den Rücken durch, als er kam. Ein Anblick, den Malfoy fast den Verstand geraubt hätte. Dieser sehnige, muskulöse Körper, der sich aufbäumte und bebte. Diese sündigen Lippen, denen ein heiseres Stöhnen entwich. Das alles führte dazu, dass Malfoy keine halbe Minute später noch einmal heftig zustieß und sich dann in den Gryffindor entlud. Eine ganze Weile verharrten sie schwer keuchend in dieser Situation, bis sie wieder zu Atem kamen. Dann sagte Potter, »Na, jetzt hast du deine Wette doch gewonnen. Dann kannst du ja von mir runtergehen.« Nichts in ihr zeigte, dass er gerade berauschenden Sex gehabt hatte.
oder überhaupt irgendetwas Spannenderes gemacht hatte, als in der Nase zu bohren. Etwas irritiert erhob sich Malfoy, stellte sich kurz unter die Dusche, um sich abzuwaschen, und ließ dann den Sucher darunter treten. Als der unter den Wasserstall trat und die Augen wieder öffnete und den Blonden erblickte, verzog sich sein Gesicht entzürnt. »Du hast jetzt, weswegen du hergekommen bist, und es verschwinde!« Völlig perplex glitt Malfoy den Mund auf. Was war das? Er verstand überhaupt nicht, was gerade geschah. Hatte er gerade wirklich Sex mit Potter gehabt und warf dieser ihn gerade wirklich raus? Normalerweise konnte er sich ja hervorragend beherrschen, aber in diesem Augenblick entwichen ihm ungefiltert die ersten Worte, die ihm in den Sinn kamen. Wir hatten gerade Sex und dir ist es völlig egal? Okay, er hätte sich wirklich etwas mehr Mühe bei der Wortwahl geben können. Aber die Frage war doch berechtigt. Potter benahm sich gerade nicht wie der heldenhafte, nette, liebenswerte Gryffindor, sondern irgendwie komisch. Die etwa nicht? Du warst es, der gewettet hat. Eisige grüne Augen funkelten ihn an und er spürte Kälte durch seinen Körper rauschen. Ja, er hatte gewettet. Und ja, darum war es ihm auch primär gegangen. Aber jetzt, wo er diesen Jungen hatte spüren dürfen, fühlte es sich an, als würde man ihm ein Bein ausreißen, wenn man ihn jetzt wegschickte. Etwas unsicher trat er erneut an den Dunkelhalken heran. Einmal noch. Einmal wollte er diesen umwerfenden Jungen nur küssen. Dann würde er gehen und Bess zwingen, ihn alles vergessen zu lassen. Das war doch Wahnsinn. Langsam beugte er sich herunter, gab den Sucher mit Absicht Zeit, sich wegzudrehen. Doch der drehte sich nicht weg. Emotionslos stand er da und erwiderte Malfoys Blick. Erst als ihre Lippen sich fast berührten, blitzte so etwas wie Verlangen in den grünen Augen auf. Zuerst soll es nur ein keuscher, unschuldiger Kuss werden. Doch der verwandelte sich schnell in einen leidenschaftlichen. Arme schlangen sich um den Körper des jeweils anderen und Haut berührte Haut. Es dauerte lange, bis sie sich voneinander lösten. Und als Malfoy ihm dieses Mal in die Augen sah, war da keine Eiskälte mehr. Stattdessen waren sie tief traurig. Er schob den Blonden mehr als dachte von sich, richtete wieder den Blick auf einen Punkt über dessen rechten Schulter und sagte leise: Bitte geh, Malfoy. Du hast, wofür du gekommen bist. Und jetzt wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich alleine lassen würdest. Sein Blick traf den des Slytherins. Bitte. Malfoys Magen zog sich schmerzhaft zusammen, als er diesen bitter traurigen Blick sah. Er verstand nicht, was genau hier gerade geschah. Vielleicht wollte er es auch nicht verstehen. Trotzdem nickte er besiegt, drehte sich um und ging.